Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Futures Handel mit dem Steel Trader mit Heiko Behrendt. Ich freue mich sehr, dass A, er wieder für uns die Zeit gefunden hat und B, Sie heute hier live dabei sind. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Freue mich sehr auf das heutige Webinar. Im Vorgespräch hat Heiko schon angekündigt, dass er was Tolles mitgebracht hat, um mal ein bisschen Spannung aufzubauen. Aber bevor ich den Bildschirm übertrage, müssen wir kurz den Risikohinweis besprechen. Denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Gut, ja, lieber Heiko, 2 Monate her, dass wir mal ein Webinar zusammen hatten. Deswegen freue ich mich und übertrage jetzt auch ganz schnell den Bildschirm, Jo, super, damit ich mach schnell wir teilen. starten und ich wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Jo, vielen Dank. Future Trading Ausbildung mit. Ich muss noch schnell Stereo. So, dann übertragen wir mal meinen Bildschirm. So, dann müsste jetzt eigentlich gleich ist eigentlich die Webcam an. Ja, wir sehen dich. Ich sehe mich selbst nicht. Mal gucken. Gut, na dann, wenn ihr mich, Hauptsache ihr seht mich, ich muss mich ja selber nicht sehen. Ja, ich wünsche euch an der Stelle auch für heute viel Spaß, sowohl beim Ausbildungsanteil von FX Flat und vielen Dank auch, dass ich da immer wieder auch mein Content an euch weitergeben kann über FX Flat. Wie gesagt, ihr habt auch die Möglichkeit, ja über mich oder über einen Link auf meiner Homepage, können wir ja nachher nochmal drauf eingehen, auch einen Account zu eröffnen und damit halt auch in den Genuss zu kommen, auch mit mir persönlich in ein Gespräch zu kommen. Vielleicht sogar entwickelt sich sogar ein Coaching daraus und jedenfalls habt ihr die erste Stunde dann auch da im Coaching frei. Aktueller Wert dieser Stunde 269 Euro. Also von daher, wenn ihr ein Konto eröffnen wollt, dann macht das gerne über meine Homepage. Ansonsten gehen wir jetzt mal rüber in die Präsentation hinein, in den Ausbildungsanteil und dann mal gucken, ob es uns so gut gelingt wie beim letzten Mal, als wir das vom Ausbildungsanteil direkt live dann auch im Trading umsetzen konnten. Wir werden mal sehen, was da heute der Markt uns so anbietet. Aber erstmal rein in die Ausbildung. Gut, Thema heute der Ausbildung ist die erste Minute der neuen M5. Und ich denke mal auch für Leute oder wenn ihr mir oder wenn ihr mich, ich mich, ich mir, mir habe gerade hier einen Denkfehler. Also viele sind ja auch beim Dirk in der Stereo-Trader-Gruppe und andere folgen mir ja auch auf Guidance und so. Und da ist ja auch so, ich stelle ja oft Screenshots rein, was auffällt und so weiter. Also vielleicht ist das ein oder andere Thema jetzt oder das Thema jetzt für den einen oder anderen gar nicht so neu. Und wir gucken einfach mal, was da jetzt auf euch zukommt. Und das Thema, die erste Minute der neuen 5-Minuten-Kerze, ist doch zurzeit sehr auffällig. Wir gehen mal rein in den Ausbildungsanteil. Ganz allgemein möchte ich erstmal jeden ja, so einen kleinen Rat geben oder auch vielleicht dazu animieren, sich mehr und mehr auch mit den Charts mal auseinanderzusetzen. Ich stelle das halt immer wieder fest, dass viele Trader den ganzen Tag handeln und dann nur ihr Plus und Minus auf dem Konto haben, aber sich kaum die Zeit nehmen, um mal objektiv sich einen Chart halt zu betrachten, den auszuwerten. Und sich vielleicht auch mal auf Auffälligkeiten zu fokussieren. Deswegen, wie gesagt, das, was ich euch heute zeige, ist am Ende auch nichts anderes, als dass ich nur den Chart mir anschaue und denke, Mensch, das ist irgendwie auffällig seit 2, 3 Monaten. Und wenn das Thema nochmal 2, 3 Monate anhält, dann habe ich da auf alle Fälle einen Vorteil und kann halt einen Profit rausziehen. Also deswegen allgemein solltet ihr vielleicht Charts auch mal euch immer wieder nach dem Trading anschauen und überlegen,
Was sehe ich da? Also zum Beispiel wiederholen sich gewisse Uhrzeiten oder sehe ich eine Uhrzeit, wann eine Bewegung losgeht? Zum Beispiel heute der Ausbruch im DAX um 10:20 Uhr. Sowas ist dann halt bei mir gemerkt und wer weiß, vielleicht den nächsten Tag auch wieder um 10:20 Uhr irgendwann mal, dass halt ein Ausbruch kommt. Weiß man ja nicht. Ja? Und sowas kann man sich halt durchaus mal merken. Ja? Oder eine andere Frage ist halt, wenn man sich einfach mal hergeht und mal sich ganz klassisch Tageshoch, Tagestief einzeichnet, sich mal die Stundenhoch, Stundentiefs einzeichnet und merkt, hat denn der Markt da irgendwie, gibt es da einen Bezug dazu? Und ab und zu werdet ihr feststellen, dass vielleicht der Markt genau bis zum Hoch der vorhergehenden Stunde geht und dann wieder dort reagiert. Der Dirk zeigt ja auch immer auch aus seinem Stundenchart heraus, zum Beispiel, wie manchmal die Märkte da an den Stundenhochs und Tiefs dann halt reagieren. Also auch da immer mal gucken, ob man da vielleicht einen Vorteil für sich findet. Dann durchaus, wenn man jetzt den DAX hat oder die US-Vorbörse, also immer gucken, wie verhält sich der Markt von Opening bis zur US-Börse oder mit der US-Börse dann. Ja, oder wie korreliert vielleicht gerade der eine Markt mit dem anderen? Vielleicht gibt es da auch Gemeinsamkeiten. Aktuell finde ich, gibt es jetzt nicht solche extrem starken Korrelationen oder zumindest nicht die, die ich mir angucke. Aber es gab mal Zeiten, ja, und das Öl steigt ja auch zur Zeit immer weiter. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo ich im DAX, den DAX gehandelt habe und das Öl gehandelt habe. Und das war schon echt extrem. Also von Da. rechts habe ich da schnell geschaut ab 14:30 Uhr. Da sieht man, es braucht ihn. Gut, da war noch irgendeine Webseite offen. Was wollte ich sagen? Genau, also es kann halt durchaus sein, dass man, jetzt gerade einen Faden verloren. Genau, ach so, damals, wo ich das Öl gehandelt habe, mit dem DAX, also den DAX und das Öl gehandelt habe, hat der DAX sehr, sehr stark auf das jede Veränderung im Öl korreliert. Das war aber erst oberhalb von 100 Dollar. Und ja, sieht ja vielleicht so aus, dass das Öl jetzt auch dahin gehen kann. Und so gab es halt oder gibt es halt immer mal wieder auch starke Korrelationen. Auch die Korrelation zwischen Bund und DAX oder Zinsen und DAX ist jetzt ja auch nicht so extrem ausgeprägt. Aber da kann es halt immer mal wieder, auch in einem halben Jahr kann das ja schon anders ausschauen. Ich meine, das, was ich euch jetzt hier auch vermittle, das ist ja, muss jetzt, kann sein, dass es jetzt nur noch 2 Wochen so funktioniert, kann aber auch sein, dass es 2 Jahre so hält. Ne? An der Börse weiß man ja nie, was passiert. Ja, und wenn sich das so durchsetzt, why not? Ne? Also da halt auch viel Arbeit oder mehr Arbeit vor allem reinstecken in das Thema Auswertung, Objektivität, versuchen, Auffälligkeiten im Chart zu finden und damit auch den Chart besser lesen zu lernen. Ja. Und das Ganze könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr euch den Orderflow anguckt oder Volume Profile oder Cumulative Delta oder ihr schaut, wie verhält sich der Markt in Bezug auf eure Indikatoren und findet da halt gewisse Auffälligkeiten bei einer gewissen Kombination. Reagiert der Markt immer da oder dort? Ja. Also das als Beispiel. Was ich noch vielleicht erwähnt habe, ihr könnt mir ruhig Fragen im Chat stellen, wenn was unklar ist. Ich habe den jetzt hier gerade nebenbei offen und kann dann auch da entsprechend drauf eingehen. So, dann, was ist aktuell auffällig beim Betrachten von Trends im 5-Minuten-Chart? Und da fällt mir auf, und das ist ja nur auch das Thema, vor allem ist es mir halt aufgefallen mit dem X-Frame. Das ist ein Tool, was kostenfrei im StereoTrader integriert ist. Man kann das auch sich mit anderen Indikatoren im MetaTrader oder auch im NinjaTrader oder auch im, ich weiß gar nicht, ob es bei Atlas geht, dass man sich 2 Zeiteinheiten anzeigen lassen kann, bin ich mir jetzt nicht sicher. Mittlerweile bei GodmoTrader, bei Guidance ist das auch sogar mittlerweile integriert, das Ganze, dass man sich einfach in einem Chart 2 Zeiteinheiten anzeigen lassen kann. Ja, übernehmen immer mehr Leute. Muss ich mal Copy, wie heißt das hier? Patent drauf anmelden. Aber ich glaube, es ist schon zu spät. Ja, jedenfalls also geht es hier darum, dass man 2 Zeiteinheiten miteinander kombiniert und auffällig war halt sehr oft oder vor allem in Trendbewegung, dass halt in der ersten Minute halt der neuen 5-Minuten-Kerze wir sehr oft eine Impulskerze sehen, also eine Kerze, die halt deutlich länger ist als die anderen davor. Warum ist das so, kann man sich die Frage stellen. Auch ich habe mir die Frage gestellt und ist immer halt auch mal ganz gut, jemanden zu kennen, der auch in einem Bereich arbeitet, wo
bei einer Bank und die Execution macht. Und wobei er gesagt hat, also diese Zeitabstände selber haben die halt nicht, aber vielleicht ist es gerade so. Also zumindest meine Antwort darauf wäre, warum das so ist, ja, vielleicht ist es halt einfach die Uhrzeit. Ja, oder vielleicht ist es halt auch ein möglicher Algo, und das hat er mir halt auch bestätigt. Also man nutzt halt auch in der Order Execution, um Orders auszuführen, Timeslice-Algos. Was sind Timeslice-Algos? Das sind Algos, die halt einfach programmiert sind, immer in einem gewissen Abstand gewisser Kaufaufträge entweder per Limit oder Market halt auszuführen. Er sagt halt, bei ihm sind so eher die Zeiten so irgendwie man eher im Sekundenbereich, ne, dass man sagt, alle 5 Sekunden oder alle 10 Sekunden. Aber es kommt natürlich, und das hat er auch gesagt, auf die Größe der Order drauf an. Aber er sagt, wenn das halt so ein Verhalten ist, was du da erkannt hast, also ich meine, es gibt ja mehrere Banken, und vielleicht gibt es halt auch jemanden, der halt immer eine Order alle 5 Minuten ausführt. Vielleicht ist es halt so. Also das mit einer Order ist meine ich damit, ist es oftmals halt eine große Order, und bei institutionellen hat man sozusagen die Elternorder, also Adult, und dann die Child Order. Das heißt immer, die große Order wird immer in kleine Kinderorders aufgesplittet, wenn man das so, so sagen kann. Und das heißt also, keine Ahnung, derjenige will 5000 Kontrakte kaufen, und dann kauft er halt alle 5 Minuten dann halt immer, keine Ahnung, 200 oder so, bis denn die Order halt voll ist. Ja. Gut. Genau. Wie sieht das Ganze aus? Ich habe jetzt rechts mal einen Chart. Ihr seht blau dahinter, hinter den schwarz-weißen Kerzen in blau, den 5-Minuten-Chart. Und ihr seht ja schon deutlich die erste Minute der neuen 5-Minuten-Kerze. Ich habe es jetzt mal grün markiert. Da seht ihr, ab da geht der Markt halt los und einfach nur in Trendrichtung durchgegangen. Also wenn man jetzt sagt, das ist ein Long-Impuls. Ja. Die nachfolgende 5-Minuten-Kerze, danach auch wieder 4 Minuten eher seitwärts, ja, und dann auch wieder eine lange Impulskerze. Hier war es diesmal nicht die längste Kerze, aber ihr seht auch, und das ist natürlich dann auch auffällig, wenn ihr euch allein nur einen 5-Minuten-Chart anschauen würdet. Da ist mein Zeichentool da hinten. Dann ist halt auch auffällig, dass halt das war hier. Und willst nicht? Ach, jetzt funktioniert das hier nicht. Wartet. Ich muss den mal kurz beenden und neu starten. So. So auffällig ist halt hier unten auch, wenn ihr euch die 5-Minuten-Kerze anguckt, ihr seht, es ist kaum eine Lunte da oder keine Lunte. Ne? Also in 5-Minuten-Chart Kerzen ohne Lunte. Ja? Also einfach nur so ein Block. Ja. Und ja, und wenn man dann noch eine Etage halt tiefer guckt in den 1-Minuten-Chart und das natürlich die erste Minute ist, ja, dann ist das natürlich dann schon auch ganz cool, dass der Markt halt einen dann sowas zeigt. Ne? Genau, also das meine ich mit der ersten Minute der neuen 5-Minuten-Kerze, ist also eine optisch auffällige Kerze. Hier oben noch eine, die ist jetzt nicht ganz so gut gelaufen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also idealerweise hat man halt eine Kerze ohne Docht und ohne Lunte. Ich würde sowas eher nur in Trendrichtung handeln, also in Impulsrichtung. Wenn, also das heißt, wenn es aufwärts geht, würde ich dann schon eher nur die Long-Seite handeln, abwärts dann nur die Short-Seite. Wir schauen uns dann auch gleich nochmal ein paar Beispiele auch an. Im besten Falle rennt der Markt halt direkt los in die Trendrichtung. Manchmal geht es so schnell, dass ihr das überhaupt nicht selber handeln könnt. Also natürlich kann man selber handeln, aber es geht so schnell los, dass selbst wenn man Market klickt, man manchmal sehr spät reinkommt. Und hier gibt es halt eine tolle Möglichkeit, die auch der Stereo Trader hat. Viele kennen sie vielleicht gar nicht, viele nutzen sie auch nicht. Ich habe sie jetzt auch erst wieder seit kurzem im Betrieb. Weil jetzt natürlich, wenn ich jetzt weiß, okay, die 5-Minuten-Kerze ist gleich fertig und ich möchte im Impuls mit der ersten Minute der neuen 5-Minuten-Kerze handeln, dann kann ich den sogenannten Scalp Agent anschalten und kann das, damit die Trades dann umsetzen. Wir werden den heute, ich habe den heute auch an, das heißt, mal sehen, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Trade dazu. Aber klar, ich werde jetzt, da ich hier im Future Trading kein Demo habe, ist es halt so, muss ich halt gucken, es muss halt die Marktphase auch passen. Ja? Also wenn der Markt nur hin und her knallt, so wie gestern,
dann wird es wahrscheinlich mit dem Ausbildungsanteil heute kein Trade geben mehr. Aber wir werden sehen, was der Markt uns anbietet. Schauen wir uns das Ganze nochmal an, wie man das auch, man kann das auch natürlich auch händisch lösen, indem man halt vielleicht auch hergeht und sagt, man klickt halt einfach, guckt auf die Uhrzeit, ja, und lässt sich vielleicht sogar noch ein optisches Signal geben. Also man kann ja, es gibt durchaus Leute, die haben zum Beispiel so einen Alarm, der dann alle 5 Minuten einen Ton gibt und dann klickt man halt das, was man dann halt möchte, also Long oder Short, geht ja auch. Ne? Oder bei anderen Future-Plattformen, wo ich jetzt diesen Scalp-Agent nicht habe, da gebe ich dann einfach eine Limit-Order, also Join the Bid oder Join the Ask. Also das heißt, ich gebe halt einfach am aktuellen Limit dann oder am Spread gebe ich halt eine Limit-Order auf und meistens wird ich dann auch noch gefüllt. Das geht auch. Gut, also hier nochmal das Beispiel, wir haben die 5-Minuten-Kerze gecastelt, ist die letzte Minute der 5-Minuten-Kerze, ja, und ideal ist, man sagt dann dem Scalp-Agent, eröffne Long-Position mit Beginn neuer 5 Minuten oder neuer Minute oder neuer Kerze heißt es vielmehr, ja, und wenn dann die neue Kerze kommt, dann wird in der Millisekunde, wo die Kerze öffnet, direkt dann die Order aufgegeben. Wenn ihr das umsetzt, macht das Ganze erstmal im Demo-Modus, dass ihr euch mit dem Tool als solches auch vertraut macht. Ja. So, im besten Falle, und das ist natürlich dann genial, wenn der Markt halt direkt losrennt, wie wir das hier im Bild haben. Das heißt, wenn wir dann einen Entry halt hätten, der wäre dann genau hier, ja, nach Spread vielleicht einen kleinen Ticken höher. Aber wenn da der Markt halt dann so nach oben rennt, ja, oder hier jetzt hier in dem Bild, kann ich auch so hier in dem Bild zeichnen, so nach oben rennt, ist natürlich das CAV halt schon ja, gigantisch gut, weil Risiko gleich nicht da und die Chance halt sehr groß. So, und ich habe das jetzt mal probiert gehabt mit unterschiedlichen Stops. Also bei einem Stop von 5 Punkten werde ich halt manchmal ausgestoppt und also natürlich, klar, also da, wo der Markt halt gleich losrennt, da wird mal nicht ausgestoppt. Da ist dann halt nur die Frage, beende ich zum Beispiel den Trade am Ende der Minute oder warte ich halt? Also hier in dem Falle könnte man auch sagen, man sagt dann einfach, das kann der Scalp Agent auch, ist close mit Beginn neuer Minutenkerze oder neuer Kerze vielmehr dann. Das kann man halt auch einstellen. Ist natürlich manchmal nicht ganz so gut, wenn die Kerze in der Minute halt zurückkommt, nochmal ein bisschen runter und dann geht der Markt halt erst hier so nach oben los. Ne? Gibt es halt auch. Wie gesagt, im 1-Minuten-Chart gibt es halt viele, viele Möglichkeiten. Und es ist dann schon immer die Frage, welche Variante nutzt man dann? Und ich sage jetzt mal, das Optimum wissen wir ja sowieso erst in der Nachbetrachtung. Genau. Aber durchaus, was ich halt probiert habe, weil ich ja nicht weiß, ob der Markt jetzt ideal läuft oder nicht, ist im Nasdaq Future zwischen 2 bis 5 Punkte Stop. Klar gab es auch Tage, wo es mich mal doof ausgestoppt hat mit minus 5 und dann ist es 20 Punkte in die richtige Richtung gedreht, aber das kann ich ja nicht wissen. Irgendwo muss man das finden, den Stop ja finden und wie gesagt, bei guten Trades gibt es eigentlich gar keinen Rücksetzer. Ja. Gut, also das wäre ideal und perfekte CAV in der Kerze vor allem. Dann nicht ganz so gut ist immer noch die zweite Variante, denn auch hier vom Chance-Risiko-Verhältnis ist es oft so, dass wir hier einen Stop halt haben und dann die Chance auf der Oberseite meistens wesentlich höher ist. Was ich auch schon gemacht habe, wie gesagt, ich habe das meiste nicht, also ich habe nicht alles im Future getestet, ich habe auch viel im Demo getestet einfach. Ich habe nämlich gesagt, okay, heute, wenn der Markt, wenn ich das erkenne, probiere ich das mal einen Trend und handle das nebenher einfach in einem Demo-Account, in einem CFD geht ja auch. Was ich auch gemacht habe, ist halt ohne Stop zu arbeiten. So, das heißt, erst am Ende der Kerze gibt es einen Stop. Kann auch manchmal gut sein, gibt aber auch Tage, da ist in der ersten Minute so viel Action, dass wenn es halt gegen einen läuft, das schon auch groß, also dass der schon einen wirklich einen großen Stop dann mal am Ende halt hat. Ja. Denn den Fall, den kennen wir ja auch und das ist ja auch sogar ein alternatives Setup, nämlich die letzte Variante. Ja, das ist ein Setup, das nennt sich mein Box-Setup. Das heißt, da, wo ich jetzt hier ausgestoppt werde, könnte man theoretisch sogar den Trade drehen
und würde hier mit neuer 1-Minuten-Kerze sogar short gehen, mit dem Ziel an das Tief der 5-Minuten-Kerze. Das wäre auch eine Möglichkeit, das sogenannte Box-Setup. Ja, also wie gesagt, die Möglichkeiten sind da. Wie gesagt, wenn der Impuls da ist, trifft man eigentlich Variante 1 und 2 recht häufig an. Ja, ihr seht es vielleicht hier ganz oben rechts auch nochmal an dem Beispiel. Das war das Risiko, wenn ich jetzt mal das Maximum, was der Markt dagegen mich gelaufen ist, ich bin jetzt ganz rechts oben, zeichne ich gerade. Und das war die Chance. Und auch da in der Kerze, egal, ob das jetzt nur 1, 2, 3 oder 5 Punkte sind, am Ende das CAV ist mal jetzt für den Trade halt auf unserer Seite gewesen. Ne? Wenn man den Trade zum Beispiel zum Ende der 5 Minuten, der Minute beendet. Ja, gell? Irgendwie die Webcam, ne? Die Webcam weiß nicht so richtig, was sie machen soll. Ne? Und das ist ja nicht mal eine Webcam, das ist eine teure DSLR-Kamera. Und das Krasse ist, ich bin mein Kopf ist fokussiert, weil hier ein paar gerade sagen, ne? Ja, wenn du Also. näher kommst, dann ist es schärfer. Ja, und es steht auch auf Automatik. Das heißt, aber ich habe auch immer den Rahmen drumherum. Aber vielleicht habe ich manuell Fokus an, aber das glaube ich ja nicht. Ich bin ja scharf. So sehe ich aus. Bin rasiert. Ja. Gut. Nee, also das ist echt komisch. Aber ich kann die Kamera ja auch ausmachen. Ist ja auch nicht so wichtig, ja, die Kamera. Wir machen es am besten aus, da lenkt das nicht ab. Bin ja sowieso jetzt fertig mit meinem Teil und mit dem Ausbildungsanteil gleich. So. Das mal aus. Ja, das ist echt komisch. Ich werd noch mal gucken. Ja, ich habe hier, weil gerade jemand fragt, eine Sony Alpha 6400 hier drauf. So bin ich echt super. Ah ja, gut. Wie dem auch sei. So, dann machen wir hier mal Kamera aus. Zack. Ja, klar, Inhalt zählt mehr als zum Gesicht. Das sehe ich genauso. Gut. So, jetzt brauche ich auch nicht mehr zur Kamera gucken. Das heißt, also das sind die drei Möglichkeiten, die es halt tendenziell gibt. Und klar, in einer der Varianten wird man halt auch mal ausgestoppt, aber es gibt halt auch viele gute Trades und am besten vielleicht, um auch zu sagen, ja, das könnte ich mir sogar vorstellen als Scalper, das würde ich vielleicht mal ausprobieren, bitte erst im Demo ausprobieren, aber vielleicht findet man da einfach auch eine Möglichkeit, eine Variante, wo man halt ein bisschen besser auch im Trading wird oder wo man sagt, ey, das ist ein cooler Style, fetzt, nutze ich. Schauen wir uns mal hier als erstes, achso, ich muss hier auf fertig klicken, schauen wir uns hier mal ein paar Trading, also ein paar Verläufe an, wie der Markt hier gelaufen ist. Also wir haben hier jetzt zweimal den Nasdaq. Ich habe jetzt einfach ein paar Bilder, die ich mal abgespeichert habe, halt mal rausgeholt. Also ihr seht hier die erste Minute immer der 5-Minuten-Kerzen und ich habe eigentlich vorwiegend die markiert, die sozusagen ab Entry relativ gut gelaufen wären. Also das heißt, wenn wir ja die erste Minute uns anschauen, dann sollte die Kerze entweder so, halt, machen wir es schon mal rot, wenn wir hier auch auf der Short-Seite hier gerade links dabei sind. Das heißt, ich brauche halt eine Kerze, die entweder gar keinen Docht hat oder einen kleinen Docht. Ne? Und jede Kerze, 1-Minuten-Kerze, die halt losgeht und einen langen Docht hätte auf der Oberseite, also zum Beispiel so hier, die wäre ja nicht richtig, weil da kann es ja sein, wir geben hier die Order auf, so sind drinne und der Markt läuft dann halt erst hoch. Stoppt uns aus, ja, unseren SL und fällt dann runter. So. So, und wenn wir uns jetzt hier mal angucken, bei der als Beispiel, ja, wie gesagt, bei der ersten markierten Kerze, ab da läuft der Markt halt direkt runter. Danach wieder hoch, also deswegen Überlegung, ja, close, next bar, ja, ist halt auch immer eine Option. Hier auch die Kerze, klar, der Markt läuft hier weit runter. Und kommt auch während der Kerze zurück. Da kommt nichts bei rum halt. Aber es wäre zumindest, wäre man, ja, vielleicht ist auch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich arbeite halt immer mit einem TP von 5 Punkten oder 10 Punkten. Und man wäre hier vielleicht mit TP raus. Aber der Vorteil hier macht sich natürlich dann in so einer, ich gehe jetzt mal nicht alles durch,
macht sich zum Beispiel im nächsten, also das war jetzt hier Nummer 1, Nummer 2 und hier Nummer 3. Im dritten Fall, wenn man hier TP plus 5 macht oder 10 oder was auch immer für Punkte, ich habe jetzt nicht recht auf die Punkte geguckt, ja, man ist hier per TP raus oder zum Close der nächsten Kerze, wie im Fall 1, hat man im Fall 3 halt natürlich, wenn man dann sieht, wie stark der Markt fällt, halt viel verschenkt. Fluch und Segen halt des kurzfristigen Tradings, ja, sich entweder immer für eine Variante zu entscheiden oder flexibel zu bleiben, ja, das liegt im Auge des Betrachters, ja. Ja, bei der Impulskerze wäre man eventuell, wenn der Stop zu knapp ist, halt rausgeflogen. Aber ich glaube, ich hatte hier so einen Stop angesetzt irgendwie von 10 Punkten, also 20 Ticks, wäre man drin geblieben sogar. Ja, der auch gut, der gut, ja, und so weiter. Ja. Und das ist natürlich, das ist halt sozusagen hier, die Kerze ist dann halt der definitiv der Stop-Loss. Also wenn man davon ausgeht, dass der Markt halt weiterfällt. Jetzt kann man sagen, ja, warum sollte der Markt weiterfallen? Ich meine, vorher ist er auch weitergefallen. Ja, weiß ja keiner, dass da Ende ist. Und ja, wenn man hier mit neuer Kerze den Short halt eingeht, dann und weiß jetzt nicht, ne, man holt sich seine 10 Punkte Stop-Loss dann halt hier ab. Ist völlig okay. Man darf ja nicht vergessen, dass man hier vorher vielleicht einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, achtmal irgendwie auch einen Profit gehabt hat. Ja, ein paar Ausstopper, Profit, aber ich denke mal, in Summe sollte bei den ganzen Trades hier davor, egal wie man sich verhalten hat, irgendwie ein Profit dastehen, ganz klar. Und dann auf der Long-Seite hier sieht es ähnlich aus und hier sieht man halt oftmals auch, dass die Folgekerze dann auch nochmal runtergeht. Ja, wie gesagt, es soll ja jetzt nur erstmal die Impulskerze einfach zeigen. Also die Kerze, die in der Short-Richtung keinen Docht hat und die Kerze, die in der Long-Richtung halt kaum oder keine Lunte hat. Das sind für mich dann die Impulskerzen in der ersten Minute. Ich meine, ist ja auch nur eine Idee. Wie gesagt, ist nur eine Idee für euch, zu sagen, ja, da gucke ich jetzt mal vermehrt drauf und vielleicht kann ich ja damit was anfangen. Ja. Ich habe zum Beispiel auch so gehandelt und habe halt meinen Stop-Loss darunter manchmal gelassen und habe dann halt gesagt, also wenn man hier die erste Kerze nicht nochmal unterschreiten, dann ist es ja so, dass ich eine Kerze ohne Lunte auch im 5-Minuten-Chart habe. Und wenn alle da drinnen halt höher gehen, ja, dann muss ich halt auch diesen Rücklauf hier. Ach Quatsch, was wollte ich jetzt machen? So, na gut, es wird unscharf leider. Ja. Aber dass man halt hier diesen Rücklauf dann halt aushält. Also den Rücklauf hier von da nach da und trotzdem halt dann. Aber das ist Trader-like. Müsst ihr wissen, ob ihr sowas machen wollt. Ja, nein. Ja. Rechte Seite auch nochmal der Nasdaq. Hier ging es zweimal runter. Dann die Kerzen, die halt uns dann halt Geld kosten würden. Also der Short mit der neuen Kerze nach 10 Minuten zu sagen, hier. Ja, auf der anderen Seite ist das hier unser Box-Setup, ein Long-Trade sogar. Ja, und dann die Kerzen, beide bringen hier nichts. Ja, also da kommt man überhaupt nicht nach vorne. Und hier sieht man wieder eine lange Impulskerze, kann man sagen, gut, eine gesehen, danach seitwärts zweite Kerze und dann nochmal die dritte. Das waren die, die ich euch gerade noch auch gezeigt hatte im Bild. Dann haben wir noch ein anderes Beispiel. Hier einmal der Dow Jones auf der linken Seite, rechte Seite der DAX. Ja, und hier im Dow die Aufwärtsbewegung auch mal die Impulskerzen in der Aufwärtsbewegung markiert. Ja, und es ist halt auch, ja, wie so oft, hier wird die Impulskerze komplett korrigiert und hier sehen wir einfach nur, dass wir auch gleichzeitig eine Kerze ohne Lunte haben. In 5 Minuten Chart hier 2 Stück hintereinander. Ja, und der Markt halt einfach hier straight on geht. Ne? Cool ist natürlich auch so eine Kerze, wo der Markt halt erste Impulskerze, dann 4 Minuten seitwärts. Ne? Auch ganz gut. Also ihr seht, so eine Aufwärtsbewegung im Dow. Ich weiß jetzt nicht, wie viele 100 Punkte hier das waren, aber war, glaube ich, einiges. Ne? Ich habe das Bild jetzt, ich kann es ja, nee, da müsste ich es hier, ja, muss man auch gucken. Deine rechte Seite, 6. Oktober ist eines, 5. Oktober Long im Dow, 6. Oktober Short im DAX. Da auch nochmal die Impulskerzen markiert, also auch da seht ihr, es läuft manchmal unterschiedlich danach. Hier habe ich einen Short Trade mit der Impulskerze, also dann habe ich gesehen, okay, einmal, zweimal, dreimal, viermal, vielleicht wenn es noch ein fünftes Mal klappt,
Dann nehme ich mit der Impulskerze den Short und ich habe relativ schnell nach Beginn der neuen 5-Minuten-Kerze hier geklickt und bin trotzdem ja nicht gut reingekommen, weil im DAX habe ich das gar nicht an, diesen Scalp Agent. Ja, und aber war am Ende ein cooler Trade hier gewesen, ja, relativ. Und dann habe ich hier auch mit der Kerze auch den Trade-Drücker nochmal aufgebaut. Hier leider ein bisschen doof gewesen. Ich habe hier unten eine LPO-Order reingelegt an dem Tief und leider habe ich sie zu knapp. Also die Vola war hier etwas doch höher. Ich hatte, glaube ich, eine LPO von 3 Punkten oder so, glaube ich. Und trotzdem hier ausgestoppt. Sieht man jetzt vielleicht nicht. Ja, aber war halt ganz knapp und dann fällt der Markt halt weiter. Wäre natürlich gewesen cool, wenn der Markt den aufgebauten Trade hier noch irgendwie mitgenommen hätte. Ja, und dann halt raus. Ja. Naja, und danach wäre sogar hier ein neuer cooler Einstieg auch. Und der Einstieg, wenn man da oben einen Short Trade hat, das sieht natürlich auch ja super fantastisch aus. Ne? Stellt euch mal vor, ihr nehmt hier einen Short Trade rein, weil ihr sagt, okay, das war jetzt so eine Korrektur, ich nehme jetzt hier den Short Trade rein. Das wäre natürlich Monster, ne? Wenn man da oben einen Short drin hat und dann fällt der Markt halt hier, was sind denn das hier? Von hier bis hier 50 Punkte in nicht ganz 10 Minuten. Ist ein nice Trade. Ne? Ja, also wie gesagt, sind auch nur Ideen und klar, in der Nachbetrachtung ist alles immer viel einfacher als live das zu entscheiden. Ja, und aber es soll ja nur eine Idee geben und vielleicht auch das Auge und den Fokus schärfen einfach für gewisse Abläufe. Ja. Gut, dann als letztes noch im Rahmen, letzte Woche Freitag fand ja die WOT statt und vielleicht als Idee nochmal für euch. Das Thema, was ich jetzt hier in der Ausbildung habe, kommt in, also das Thema Außenkerzen. Ja, am Ende sind das ja auch teilweise Außenkerzen, aber jetzt das Thema mit diesen Impulskerzen, erste Minute der neuen 5-Minuten-Kerze, wird er jetzt nicht wirklich tief oder eingreifend behandelt. Und von daher möchte ich aber euch trotzdem einfach die Möglichkeit geben und hier euch durchaus mal, so, jetzt haben wir's, die Möglichkeit geben. Im Rahmen der WOT hatte ich einen Special gehabt und ich habe in Summe 10-mal diesen Gutscheincode nicht vergeben. Ja, also 10-mal konnte man es halt zum Vorteilpreis buchen. Also wenn euch das Thema allgemein Akteure, Ausbildung, Setups, wie gesagt, das, was ich jetzt hier habe, ist jetzt kein Setup, was ich da drin erkläre, weil am Ende habe ich es ja jetzt hier erklärt, ja, aber auch das Ganze drumherum, kurzfristiges Trading. Wem das Thema interessiert, gibt den Code, kann man noch 2-mal eingeben, dann ist er halt durch der Code. Also ihr müsst einfach nur bis zum 24.10. habt ihr Zeit. Ich weiß nicht, falls jemand vorher bucht, dann wäre der Code halt weg. Aber falls sich jemand halt dafür interessiert, für den Grundkurs Scalp Trading unter einkommenstrading.de, ja, der kann ja hier entsprechend den Code eingeben und bekommt dann den Kurs anstatt für 999 Euro für 799 Euro. Ja. Wie gesagt, so als Giveaway. Genau. Ja, vielleicht, ich habe es heute in einem anderen Webinar oder bei einem anderen Webinar nochmal gezeigt, auch beim Guten Morgen DAX, was ich für einen anderen Broker zwar mache, aber auch da habe ich heute mal so ein bisschen einen Einblick in die Gruppe gezeigt, denn man hat ja hier den Vorteil oder man kann ja dann nach dem Kurs oder während des Kurses, wenn man Fragen hat, in der Skype-Gruppe reinkommen und dort Fragen stellen und ja, da muss ich sagen, zurzeit bin ich echt stolz und auch wirklich stolz, kann man echt sagen, wie sich die Leute oder einige da drin entwickeln. Klar, welche werden merken, dass das funktioniert für mich nicht. Ich sage es auch immer wieder, am Ende ist das halt eine Anleitung, ein Rezept. Aber wenn man versteht aus dem Rezept und aus den einzelnen Zutaten, sei es Trade Management, Positionsmanagement, Denkweise, da auch dann später mal sein eigenes Trading zu kreieren, dann ist es auch so. Es gibt auch welche, die sich auch in der Skype-Gruppe dabei sind, die handeln jetzt nicht so meine Setups, aber nehmen halt das auf, was da drin auch gesagt wurde, ja, und entwickeln halt auch dann ihr eigenes Trading. Und dann gibt es halt welche, die nutzen das halt oder setzen das sehr, sehr gut um, also wirklich diese 7 Setups, die es da gibt, sehr detailliert und merken so langsam, dass sie auf den richtigen Weg kommen. Wie gesagt, es ist nur eine Möglichkeit und ist halt auch vor allem für kurzfristige Trader gedacht und jetzt nicht für Positionstrader, ganz klar. Gut.
So, dann wo ich schon jetzt ein paar Mal die Frage kam, betreff Einstellungs-Skype-Agent. Ich habe da jetzt ja wirklich nicht viel eingestellt. Und gehen wir mal hier rein. Jo, ganz schönes Hin und Her. Jetzt kamen ja heute 14:30 Zahlen. Ich habe leider gar nicht geguckt, wie sind sie denn rausgekommen, die Inflationsdaten. Aber hier, das ist schon wieder krass, ne? Ich meine, ich bin ja nun fast jeden Tag, ja, fast jeden Tag bin ich ja hier am Handeln. Kaum ist GoToWebinar an, schaut mal rechts in den Nasdaq rein, der steht. Also mit Webinar-Software GoToWebinar bleibt das Ding stehen. Hatten wir letztens, glaube ich, nämlich auch schon gehabt. Oder ach Quatsch, in einem anderen Webinar habe ich das gehabt. Da habe ich auch mit einem, handle ich ja auch mit einem Stereo-Trader bei einem anderen Broker und da ist das Ding auch immer stehen geblieben. Alle Bildschirme, ihr seht das hier, alle Bildschirme laufen. Auch hier in dem Bildschirm, Nelson, ich weiß nicht, woran es liegt. Also hier auch in dem Bildschirm, wo ich jetzt mal das Kreuz reinmache, da läuft der Nasdaq auch jetzt gerade nicht, wo ich es mit angehalten habe. Also da laufen die, aber hier im Stereo Trader geht die auch nichts. Ja, seht ihr das? So, ich weiß mittlerweile, wie ich es lösen kann, aber es ist halt immer suboptimal und beim letzten Mal war ich echt froh, dass ich nur im Demo gehandelt habe, weil sonst wäre es massiv teuer gewesen. Um So. deine Frage zu beantworten, Kerninflation ist gleich geblieben, 4%, und Inflation ein Tick stärker, 5,4 Ja, gegenüber okay. erwartet 5,3. Na gut, den Nasdaq freut's. Gut. Okay, also wir werden mal gucken, ob wir hier entsprechenden Trade halt machen. Ist hier mein Trading Desk. Der DAX hat es heute auch echt gut hier. Ja, so. Gut. Also Skype Agent findet ihr, gehen wir mal rein, im Terminal oder im Navigator, nicht im Terminal, im Navigator. So, und zwar hier unten unter Tools, Skype Agent. Ja. Den dann reinziehen. Wichtig hier, das rote Feld muss an sein, dass da auch eine Verbindung da ist, dass die Orders weitergegeben werden. Hier mit, da klicke ich eigentlich kaum rein, sondern für mich ist einfach nur Buy und Sell Market, wenn Next Bar opens und dann hier Buy, wenn Closed Bar ist bearish, Sell, wenn it's bullish. Also es das heißt, und das will ich ja auch, wenn jetzt der Markt oder hier der Close geht auch, ne? Also Close Trade, wenn Next Bar opens, ist auch möglich. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt mal hier die letzte Kerze hier nehmen, also in dem Beispiel, nur dem letzten Beispiel, dann wäre es halt so, dass wir einen Long Trade gemacht hätten. Hier wäre der Long Trade gewesen, am Ende der Kerze dann der Exit und dann wäre das der Profit. Ja? Ja. Wenn man hier dann das halt in so einer kleinen Kerze halt hat, dann kommt halt nichts bei rum. Ja, aber wie gesagt, es sind auch viele Trades, da ist es halt klein, klein, aber gibt dann halt ein paar Trades, die bringen einen halt richtig gut in die Bewegung halt nach vorne. Ja. Also von daher mache ich halt nur das, Buy oder Sell, je nachdem, was ich halt dort möchte. Das vielleicht, wenn ihr jetzt noch ein anderes Webinar geschaut habt, nämlich das was wir davor hatten, da war es ja so, und das ist ja auch ein Thema, so jetzt hält es wieder an hier, da war es halt auch so gewesen, das ist ja eigentlich ja das, was ich, zumindest wenn jetzt, hier haben wir jetzt einen klaren Trend, ja, eigentlich schon. Da, wo wir keine klaren Trends haben, ist schon so, dass ich ja eher schaue über dem Hoch einer 5-Minuten-Kerze Short und unter dem Tief einer 5-Minuten-Kerze eher Long. Ja, also wenn wir keine klaren Trends haben, über dem Hoch eher Short, unter dem Tief eher Long. Ja. So, also da das spielt natürlich dagegen, wenn ich jetzt den Impuls habe. Deswegen sollte man hier als Vorlage auf alle Fälle einen Trend halt haben. Ja, zumindest irgendwie geartet. Man kann es natürlich auch einfach random mit jeder 5-Minuten-Kerze und überlegen oder würfeln. Ich mache jetzt Long oder Short. Weiß jetzt noch nicht, ob denn das richtige Vorgehen jetzt wäre. Ja. Aber da kann man es ja probieren, wie man das möchte. Also prinzipiell wäre jetzt hier eher die Long-Seite zu bevorzugen. Ja.
Also was ich halt mache, ist, wenn ich halt paar Mal festgestellt habe oder auch zumindest würde ich jetzt erstmal warten, zum Beispiel bis 16 Uhr, und wenn ich 16 bis 16:30 irgendwie paar Mal festgestellt habe, ey, mit der Kerze, mit der ersten Minute, der 5-Minuten-Kerze, das funktioniert, dann würde ich das auch handeln. Ansonsten lasse ich das dann auch direkt fallen, ja. Ja, und so habe ich eigentlich, wenn man es hier nochmal einzeichnet, also zwei große Setups, die ich, oder hauptsächliche Setups, die ich hier im Nasdaq handle. Also das NQ-Trading ist für mich ein sehr technisches Trading, ja, also gleich technisches Trading. Funktioniert für mich halt ganz gut. Ich habe Nasdaq ja auch lange, also man kann den natürlich über Order Flow, Volume Profile, und es geht halt auch. Ich gucke auch trotz alledem nebenher noch, wie verhält er sich halt VWAP oder auch diese VWAP-Bänder, die hatte ich ja auch mal mit drin gehabt. Also sowas nutze ich halt auch schon. Aber oftmals passt das auch recht gut mit dem, was ich so oder so über den reinen Candle-Chart handle. Also es das heißt, wir machen mal, ich sage jetzt mal Range, oder also Range ist halt auch wild hin und her. Ups. So. Range. Ja. Da ist es halt so, wenn der Markt halt hier in so einer Range halt hin und her geht, dann ist eher das Trading. Wir haben hier eine 5-Minuten-Kerze. Und die nächste 5-Minuten-Kerze sieht dann so aus. So. Zack, zack. Dann heißt es unter dem Tief der Kerze oder am Tief denn der Kerze kaufen und am Hoch eher verkaufen. So. Ja. So, und entweder je nachdem, wo die Kerze davor endet, hier Short oder halt entsprechend hier Long, ja, Long Exit, Short Exit. Kann man auch relativ gut handeln. Ja. Genau. So. Haben wir hingegen einen Trend, dann, das heißt also, hier ist so eine Struktur. Dann würde ich dann halt hier schauen, 5-Minuten-Chart und dann halt Impulskerze. Ja, erste Impulskerze, entweder Long, kann man auch voll machen. Besser so, erste Kerze hier oder halt dann die Shortseite, je nachdem, wo die Kerze halt schließt. Ja. So kann man es eigentlich sagen, wenn der Trend halt sehr überlappend ist, also Range oder schwacher Trend. Ja, also wenn der Trend so ausschaut, also immer nur knapp über die Hochs drüber, dann kann man hier auch das handeln. Also das hier würde ich dann wirklich eher, ja. Wo kann man es noch handeln? Zum Beispiel bei einer Umkehr fällt mir gerade ein. Das heißt, wir haben hier, kommt der Markt kommt hoch, geht hier seitwärts. Ja, und wenn man jetzt hier oben dann vielleicht, wenn die Range halt hier, keine Ahnung, 50, 60, 70 Punkte halt ist, kann es manchmal sein, dass man dann hier auch da oben dann einen Short Trade macht, wenn die Kerze jetzt hier da oben lang gelaufen ist. Dann haben wir eine 5-Minuten-Kerze, die weggeht, und dann kann man hier den Breakout handeln und nach unten weg. Ist auch eine Möglichkeit. Ja. Gut. Okay, also ganz ehrlich, ich werde hier auf alle Fälle heute, ihr seht, der Chart hält schon wieder an, und ich weiß, wenn ich in einem Trade drin bin, und also ihr seht ja hier rechts, ich weiß nicht, warum das so ist, also im Trading-Fenster, ich kann es ja auch nicht beeinflussen, ihr seht ja, die anderen Charts laufen alle, und ich weiß nicht, warum es so ist bei mir, ich habe es letztens schon festgestellt, in dem Trading-Fenster. Und es ist egal, wenn ich jetzt ein neues Fenster aufmache und da traden möchte und auf aktiv habe, ist es halt immer so, es hält an. Ihr seht ja hier, die Uhrzeit steht bei 53 Sekunden, dann schnippt das halt so hoch. Ich muss dann jedes Mal den StereoTrader anhalten, wieder neu starten lassen. Ich habe keine Ahnung, warum das ist. Und da ich hier halt auch nicht im Demo handeln kann, sondern nur um Echtgeld, ist es so, glaube ich, wird es hier mit einem Live-Trade heute hier eher schwer werden. Und sobald ich wahrscheinlich hier wieder was mache, hält das mal an oder mal nicht an. Ja? Aber wie gesagt, es kommt halt permanent vor. Jetzt hält er schon wieder an. Genau.
So, und da kann ich, der Nasdaq ist so schnell, ja, da, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, jetzt müsste ich jetzt wieder hier auf Algorhandel stoppen gehen, wieder loslaufen lassen. Und sobald ich hier wieder was mache, stoppt es halt wieder. Deswegen werde ich das hier, das jetzt stoppt schon wieder. Ich habe keine Ahnung, womit das zusammenliegt. Ich habe schon einiges probiert, aber bin dem Fehler noch nicht auf die Schliche gekommen. Genau, ja. Gut, also ich kann es nicht ändern, wenn der Markt das halt hier ja, mir so gibt, dann muss ich ja immer, vielleicht muss ich mal auslassen. Gut, also aktuell von der Phase halt her ist es so, wir gehen wir mal in den Nasdaq hier rein. Auf der Stundenbasis laufen wir hier in den Widerstandsbereich hier hinein. Ja. Laufen wir hinein und sind jetzt im Widerstandsbereich drin. Frage wird sein, schafft der Nasdaq es, dieses gestrige Tageshoch hier rauszuholen? Ja oder nein? Und wenn wir das halt schaffen, dann sehen wir hier unten die Möglichkeit. Wir haben jetzt hier einen laufenden Abwärtsimpuls. Ja. Und eigentlich sollte der durchaus eher fortgesetzt werden auf der Unterseite. Wenn wir es auf Tagesbasis schaffen, hier über dem Tageshoch von gestern zu handeln und das auch bis zum Abend nicht abverkaufen, besteht sogar für die nächsten Tage die Möglichkeit, hier einen Reversal hinzulegen, bis in die letzten lokalen Hochs reinzulaufen und dann so eine 1, 2, 3 Umkehrformation zu haben. Ja, prinzipiell, also. Traden um des Tradens willen, weil der eine oder andere nach einem Trade fragt, ist ja nicht förderlich. Genau das, so ist es. Also ich trade hier nicht um des Tradens willen und ich trade hier auch nicht, um irgendeine Show abzuliefern, sondern ich trade, weil ich am Ende eine Chance sehe, ein Risiko habe und damit einen Profit halt gerne erreichen möchte. Ja, und dafür muss natürlich der Markt halt laufen. Ja. Ich kann auch nicht sagen, bitte FC Bayern schießt in der 6. Minute in ein Tor. Funktioniert auch nicht. Ja. Also von daher kann ich nur handeln, wenn der Markt mir halt diese Opportunitäten halt liefert. Ja. Genau. Gut. Dann gehen wir mal. Also aktuell für mich kein Trading-Setup hier zu sehen. Wir haben hier wir können ja auch mal hier den 5-Minuten-Chart-Only anmachen. Ja. Und sehen jetzt hier, dass der Markt halt sehr stark überlappende Kerzen hat. Wir sind vorbörslich hier ein bisschen nach oben gelaufen, laufen jetzt hier im börslichen Handel innerhalb der letzten 20 Minuten eher seitwärts. Die Strecke ist natürlich schon auch recht beachtlich, 60 Punkte. Aber ich kann jetzt mit der Struktur hier aktuell nichts anfangen. Also vielleicht, jetzt geht der Dow kracht hier massiv runter, S&P auch mit. Also von daher, die Frage ist hier, wir haben hier dieses Intraday-Hoch oder vorbörsliche Hoch halt überschritten. Der Markt kommt runter. Hier wäre vielleicht nochmal eine Überlegung zu schauen, ob wir hier einen Long-Bereich halt haben, der halt halten kann, sodass man hier betreff der Inflationszahlen und des weiter anhaltenden Taperings halt vielleicht im Nasdaq dann hochgeht. Ansonsten hier drunter, wie gesagt, ist dann wieder viel Platz auf der Unterseite für mich. Problem ist aber, wenn ich hier stehe, dann habe ich auch einen langen Stop auf der Oberseite und dann habe ich kaum Setup-Möglichkeit innerhalb dieser Schwankung halt. Ja. Also die Struktur ist da für mich auf alle Fälle gerade nicht schön. Ja. Maximal vielleicht könnten wir ja mal gucken, jetzt wenn die neue 5-Minuten-Kerze hier losgeht, mal sehen. Ob da der Markt uns hier einen Setup halt gibt. Wäre eigentlich jetzt hier in Impulsrichtung halt Short, aber da wir ja auch in der Range halt sind, ja, tue ich mich da schwer mit dem Short, also hier an dem Teil.
Also bis jetzt wären wir 8 Punkte sogar hinten und 8 Punkte vorne. Also wohl das schon echt krass. Also jetzt hält wieder an, wartet, ich muss wieder starten. Also. Aber wie gesagt, für mich jetzt nach dem, was wir jetzt hier in der Ausbildung hatten, eher kein Setup und auch für mich jetzt so in der ersten halben Stunde oder jetzt hier vielleicht bis 16 Uhr keine wirkliche Chance, um da jetzt einfach zu handeln. Ja. Was für mich vielleicht interessant wäre, in 10 Minuten ist auch die Stunde dann rum und wir hätten dann hier oben eventuell unterhalb der 14.742 dann den Widerstandsbereich, weil wir keinen höheren Close hätten, also sofern, na, in 10 Minuten kann im Nasdaq viel passieren, aber sollte der Close ja unter der 14.742 sein, dann wäre für mich schon so ein bisschen das ganze Range-lastig als Widerstandsbereich und Ziel auf Stunde wäre dann durchaus dann hier runterzulaufen. Aber wie der Markt das dann halt macht im Detail, ja, das werden wir dann sehen, aber wer wird für mich sicher, ups, sicherlich jetzt hier kein einfaches Werten. Ne? So, jetzt haben wir hier diese interne kleine Range, was ich hier gerade im 5-Minuten-Chart gezeigt hatte, hier nach unten gebrochen. Der prinzipielle Stop aufgrund der Länge der Kerzen im 5-Minuten-Chart ist sogar so weit, dass ich sogar da ja, kaum in den Trade reinkommen würde. Ne? Also ich mag halt nicht irgendwie 40 Punkte Stop zu haben. Die 1-Minuten-Kerzen kann man jetzt mal beobachten, ob die so weiterlaufen, also dass sie tendenziell lauter fallende Hochzeit haben, ja, ein bisschen verschachtelt sind, denn wenn sich daraus eine Struktur ergibt, wäre es auch noch okay. Wenn jetzt die 1-Minuten-Kerze aber immer über so ein Hoch einer davorhergehenden 1-Minuten-Kerze geht, dann wieder runter geht, dann ist das natürlich schon von der Struktur her auch ziemlich nervig. Ja, da ist der Dauer heute hier ein bisschen klarer. Jetzt auf der Sell-Side, der hat hier sogar das vorbörsliche Tief und auch ja, das vorbörsliche Tief und das Tagestief von gestern gebrochen. Der S&P 500 kommt jetzt da auch an das letzte lokale Tief. Da ist der Nasdaq schon durch. Ja. Also wie gesagt, für mich gerade kein schönes Level zum Handeln. Genau. Ja, was viele halt Leute, die immer gerne wollen, dass man halt auch in so einem Webinar halt einfach handelt um des Handels willen, ist halt so, dass viele dann immer unterstellen, dass halt der Trade, also der Klick für den Trade, die erste Aktion ist, die einen Trader halt lernt. Aber am Ende ist ja der Trade das letzte Glied immer in der Kette. Und am Ende ist der Trade sozusagen ja das Ergebnis der eigenen Denk- und Handelsweise, also wenn ich jetzt Long oder Short klicke. Und ja, ich müsste jetzt hier den Markt einfach erstmal ein bisschen sich austoben lassen und würde jetzt mich hier nicht irgendwie engagieren. Zumal ja auch immer, ihr habt es ja vorhin schon gesehen, regelmäßig das Ding ja auch abstürzt. Ja, von daher würde ich da jetzt auch nichts machen. Ja. Gut. Welche Aufgabe ich für mich jetzt als Trader hier sehe, ist, dass ich jetzt schaue, wie verhält sich die 1- und 5-Minuten-Kerze miteinander. Also zum Beispiel hat man jetzt gesehen, wir sind kurz an das Hoch der letzten, der auch der bisherigen 5-Minuten-Kerze nochmal hochgelaufen, aber trotzdem jetzt wieder abverkauft. So, und jetzt denke ich mich dann so mit der Zeit dann einfach in das Bild hinein und versuche aufzunehmen, wie sozusagen auch der Ablauf in einer 5-Minuten-Kerze ist, um dann daraus dann später mal vielleicht eine Entscheidung davon abzuleiten. Ja. Ja. So, also das ist auch so ein Teil, was man öfters mal sieht. Vielleicht hat der Markt läuft jetzt hier nochmal. Also das war das Hoch. Also oder ich zeichne es mal kurz ein bisschen größer. Also wir beginnen hier eine 5-Minuten-Kerze. So, das wird dann hier später der Docht auf der Oberseite. So, die erste Minute geht hoch, der Markt fällt wieder runter und dann, ah ja, der Markt halt wieder hoch, geht genau nochmal an das Hoch dran, überschreitet das aber nicht und am Ende schließt die Kerze dann unten und wir bekommen dann hier so eine 5-Minuten-Kerze. Ja,
Und das ist auch ganz spannend, dass der Markt halt diesen Bereich halt zweimal angehandelt hat und am Ende der 5-Minuten-Kerze trotzdem tief schließt und das wie so eine Art Doppeltop halt im Minutenchart ist. Ne? So, wenn man das jetzt hier vielleicht nochmal sieht, ja, wenn man es, ich mache es einfach mal groß. Wie gesagt, ich werde sowieso jetzt hier keinen Trade eingehen bei dem Hin- und Her-Gehüpfe. Ja, aber da sieht man es vielleicht hier nochmal. So, ja, seht ihr das? Also der Markt läuft hier von hier aus 25 Punkte runter, wenn man so will, 24 Punkte wieder hoch, ja, und dann wieder nochmal weiter runter. Ja. Also wenn ihr jetzt hier so den DAO da sehe, dann sollte da schon auch ein bisschen was gehen. Noch vielleicht im Nasdaq mal. Wenn ihr Fragen noch habt zum heutigen Thema, dann gerne her damit oder allgemein zum Future Trading, Trading mit im Stereo Trader mit Futures, Einstellungssachen, Ausführungssachen. Ja. Also wie gesagt, was ich euch empfehlen würde, ist, hat auch Vor- und Nachteile, aber könnt ihr mal schauen. Ich würde euch empfehlen, auf Netting-Account, wenn ihr ein Future-Konto habt, umstellen zu lassen. Nachteil ist natürlich, es werden halt immer eure Trades dann, ihr seht eure einzelnen Einstiege nicht mehr, sondern ihr seht dann nur noch euren Gesamteinstieg. Ja, also ihr seht dann im Terminal, wenn ihr handelt und da handelt, seht ihr nicht zwei Positionen, ihr seht halt immer nur noch eine Position. Ja. Gut. Aber damit ist es halt so, ist die Verrechnung halt einfacher und auch die Trade-Ausführung ist halt einfacher. Ja, und da gibt es auch keine Probleme, wenn man jetzt vor allem, ich möchte manchmal ja auch Limit haben ohne Limit Pullback Order und so. Und da gab es hier und da immer mal Probleme. Genau. Ja, allein jetzt, wenn man es jetzt hier auch mal sieht, in der Phase jetzt hier gerade, das ist auch wichtig, dass man für sich selber auch entscheidet, wann handle ich und wann handle ich nicht. Zum Beispiel, wenn wir uns jetzt hier mal die 1-Minuten-Kerzen angucken, die ich jetzt hier rot markiert habe. Ja, diese Phasen. Am Ende, egal, wenn man jetzt mal sich reinversetzt, wir wären jetzt egal wo, irgendwo drinne. Geh mal von mir aus mal hierher, dass wir hier Short drinne wären. Dann ist es halt auch so, man ist halt vorne, dann ist man relativ deutlich erstmal hinten und ein paar Minuten später kommt man halt dann doch wieder in den Profit. Aber durch dieses Hin und Her, also dieses wirklich extrem starke Überlappen dieser 1-Minuten-Kerzen, ist es halt auch so, dass man halt, wenn man nicht richtig gut trifft, muss man halt unter Umständen viel Verlust erstmal aushalten und dann. Und das mag ich eigentlich auch nicht jetzt im Trade, darauf hoffen, dass dann der Markt dann doch wieder einen zum Entry halt zurückbringt oder dann in den Profit. Und deswegen allein das auffällige, starke Übereinanderlappen oder das starke Verschachteln der 1-Minuten-Kerzen ist für mich ein ganz deutlicher Hinweis hier an der Stelle, ja, oder vor allem auch bei solchen Kerzen hier, ups, eher die Finger oder die Füße still zu halten, weil denn der Markt ist ja dafür gemacht, um uns auch gerne mal auf die verkehrte Fährte zu führen. Und stellt euch vor, ihr seht, wie der Markt hier hochspringt. Ja, und dann rein vom Reizreaktionsschema haut man hier einen Long Trade rein, weil man denkt, okay, man sieht gefühlt dann hier schon die nächsten 3 Minuten, wie der Markt dann nach oben weggeht. Ja, und plötzlich hat man seinen Stop-Loss unter der 1-Minuten-Kerze. Und dann wird man noch innerhalb einer Minute mit der Folgeminute ausgestoppt. Ich meine, das war jetzt die Eröffnung. Ob er jetzt seine Trade macht, ist sowieso fraglich. Aber dann kriegt man halt gleich mal hier schön, keine Ahnung, 50 Punkte auf die Mütze. 50 Punkte. Das sind sogar im Mikro-Future $100. Ja, ja, $100. Genau. Und im Großen wären es sogar $1.000. Ja, für 1 Minute und weil man so reagiert hat. Ja, und deswegen für mich halt hier das Thema, solange das so überlappend ist, muss ich halt gucken, wo die Punkte sind. Und da würde ich jetzt auch den Markt hier sozusagen, also ist erstmal warten, bis da ein bisschen Ruhe reinkehrt. Und wenn der Markt den ganzen Tag hier so rumeiert, ja, dann handle ich halt auch relativ wenig. Ich habe jetzt selber festgestellt, dass ich im Nasdaq,
die letzten Tage, Wochen eher erst ab 16:30 Uhr sogar gehandelt habe. Also die erste Stunde gar nicht. Oder vielleicht nur zwei Trades gemacht habe in der ersten Stunde und dann eigentlich vorwiegend erst nach einer Stunde überhaupt das Traden angefangen habe, dann nochmal für ein, zwei Stunden oder so. Ist mir der Tage so aufgefallen, dass ich da ja erst später dann Zugang zum Markt halt habe, weil vorher der Markt teilweise echt erratisch läuft. Ja. Gut. Ja, jetzt haben wir es 16 Uhr, ist ja eigentlich sozusagen mal die Hauptzeit. Ja, für mich aktuell hier kein wirklich schönes, keine schöne Struktur vom Trading halt her. Vorbörslich dieses lange Aufwärts, jetzt eher so ein bisschen abwärts, wird aber auch verteidigt. Also ja. Da würde ich mich jetzt drehen und wenden wie ein Fisch und hätte sowieso keine klare Struktur. Und es ist für mich einfach so, dass es eine Phase ist, in der ich nicht bereit wäre, jetzt einen Trade einzugehen. So oder so. Egal, ob jetzt mit Webinar oder ohne Webinar. Ja, weil ihr seht es jetzt hier schon in der Minute. Ja, der Markt fällt hier in einer Minute 18 Punkte runter. Haut man hier unten den Short rein, hängt man hier vielleicht wieder 10, 15 Punkte hinten, muss halt darauf hoffen, dass die Minute halt tief schließt. Wehe, die Minute geht jetzt hier oben raus. Ja, dann geht man halt raus, die nächste Minute geht wieder runter. Und wenn ich sowas schon merke und mir sowas durchdenke, also denke, okay, jetzt könntest du Short gehen. Oh, jetzt geht der Markt wieder stark hoch. Ja, und merke eigentlich, dass ich mit meinen Gedanken gar nicht nach vorne komme und dass ich mehr im Verlust rumeier, temporär, als im Gewinn, was ich halt per se nicht mag, denn ja, dann muss ich da nicht handeln. Aber diese Objektivität muss man auch selber erstmal hinbekommen, zu sagen, Plus war jetzt 15:30 Uhr, Handelsstart in den USA, es muss jetzt nicht gleich in einer halben Stunde da irgendwie X Trades durchkloppen, sondern dass man sagt, okay, mal ganz bewusst geschaut, habe ich hier überhaupt einen Vorteil in dem Markt? Das ist ja mal die Frage. Ja, und wenn ich persönlich keinen Vorteil im Markt habe, was mir dieser, vor allem diese stark überlappenden 1-Minuten-Kerzen hier anzeigen, rein vom Verlauf her ist es so, dass ich dann sage, gut, dann erstmal Käffchen trinken, erstmal gucken, was geht. Ich muss jetzt nicht handeln. Und man sollte sich auch nicht anfixen lassen von dem Hin und Her. Ja, und dann wartet man halt eine Stunde und dann guckt man, sage ich dann immer meistens meist so, dass ich dann sage, 16 Uhr gucke ich rein. Und wenn bis 16:10 Uhr auch noch genauso ein Hin und Her ist, dann mache ich sogar, gehe ich weg, mache was anderes, gucke 16:30 Uhr nochmal rein. Und dann muss aber so langsam was gehen. Ansonsten ist es so, dass ich sogar dann bis 20 Uhr gar nicht mehr reinschauen würde. Ja, 17:30 Uhr ist nochmal so eine Zeit, weil wir da im bei uns halt den Kassakurs haben und irgendwie gibt es dann auch manchmal noch mal so 17:30 Uhr, so Action USA. Aber dann wäre er schon Richtung 20 Uhr. Ja. Ja. Also von daher, ja. Ist so, ist ein ruhiger Tag, ja. Und strukturell gesehen ein Tag, ja, der vielleicht zumindest im Nasdaq jetzt nicht gut ist, hier der Dow. Der hat jetzt seit 15, 15, 20, 25 Minuten nur eine Richtung, gerade Downside. Das lässt sich das vielleicht noch anders handeln. Aber ich wollte ja, der Dow-Experte ist ja der Dirk. Und dem will ich hier nichts streitig machen. Und deswegen bleibe ich hier mal im Nasdaq. Aber das wäre jetzt genau das. Ne? Die Frage auch jetzt vielleicht allgemein nochmal gesprochen wäre, jetzt hat man vielleicht den Dow und den Nasdaq vielleicht parallel offen, man tradet vielleicht sogar beide Märkte, ne? Dann könnte man jetzt halt sagen, gut, gehe ich jetzt auf den Dow-Bildschirm, ja, und lässt dann den Nasdaq halt beiseite zum Beispiel. Aber das muss man halt auch können. Ich habe das auch mal ausprobiert. Für mich ist es nichts. Also ich muss mich vorher festlegen, weil ich dann immer das Gefühl hatte, dass wenn ich zwei oder drei Märkte gleichzeitig auch handeln will, dass ich meistens dann den Einsatz verpasse, ja, weil ich vielleicht gerade in den verkehrten Markt gucke. Ja, gut, ja, gerade vom Feedback, gute Einstellung, ja, und auch danke fürs Webinar. Ja, ich wäre dann eigentlich soweit durch. Ja, also das, was wir jetzt hier gesehen haben, egal, ob über dem Hoch einer Kerze Short, unter dem Tief einer Kerze Long oder die Impulskerze, beides kommt gerade nicht vor und das heißt halt auch, wenn beides nicht vorkommt, heißt es also für mich halt auch, ja, mal nichts machen. Ja. Und einfach nur zuschauen, trotzdem aber mitdenken. Ja. Das ist trotzdem wichtig. Also wenn man schon sagt, okay, ich möchte jetzt demnächst dann doch einen Trade machen,
immer mitdenken, gucken, versuchen, die Entwicklung dieses Bildes, das, wo will der Markt halt hin, halt aufzunehmen. Also das ist schon wichtig, ja, dass man das halt hinbekommt und dann ein Gefühl dafür vielleicht auch bekommt, wie es so abläuft. Und das kann man durch das Beobachten, kann man sich das, kann man sich auch in den Markt dann so eingraben, ja, so dass man dann wie im Tunnel halt ist und sagt, okay, jetzt habe ich mir das hier eine Stunde angeguckt und mitgedacht und wenn es jetzt noch passend ist im Sinne meiner Setups und Struktur, dann kann ich Attacke machen. Genau. Ja, so sehe ich das halt. So, das wäre zum Beispiel jetzt der erste Ansatz über dem Hoch, eventuell sogar einen Short Trade, weil wir haben ja mehr Range als Trend. Ja, das wäre so ein Setup. Und jetzt würde ich gucken, weil klar ist, das wäre jetzt das erste Mal, wo es aufgehen würde. Deswegen muss ich jetzt nicht zwingend handeln. Aber jetzt würde ich halt gucken, ob das, was man jetzt hier handeln könnte, nämlich den Short ab der 32, bin jetzt gedanklich in einem Short ab der 32. Ne? Bin ich jetzt zwar ja nicht real, muss ich auch nicht sein, aber ich bin gedanklich in der 32 und gucke jetzt, wie der mit dem Short, ne? Und dann wüsste ich jetzt, okay, jetzt bin ich plus minus null. Ja, komme ich nach vorne, wie weit war ich jetzt vorne oder hätte es der Markt mich doch ausgestoppt und so fange ich halt an, mich reinzudenken, reinzugraben in den Markt und dann irgendwann fange ich dann auch an zu handeln. Ja. So, und so denke ich mich dadurch. Ja. Gut, sicherlich heute viel Theorie, heute mal kein Trade, aber ich hoffe trotzdem für euch einen Mehrwert. Und wenn ihr den Mehrwert halt haben wollt mit dem World of Trading Special, dann habt ihr ja im Video da den entsprechenden Code. Ich weiß nicht, ob es bis dahin dann noch gibt. Ansonsten, Nelson, bin ich fertig für heute. Ich bin auch ein bisschen traurig, dass ich kein Trade gemacht habe, aber zeigt ja auch mal so ein bisschen vielleicht die Disziplin eines Traders. Nicht zu handeln, wenn es nicht zu handeln gibt. Ne? Das ist ja auch immer ganz gut. So sehe ich auch und Mehrwert war definitiv gegeben. Du siehst auch hier im Chat 5-Sterne-Bewertung für dich. Dem schließe ich mich an. Und Feedback ist ja 100% positiv hier wie immer. Und möchte mich da auf jeden Fall schon mal bedanken bei dir für das Webinar heute, bevor du dann auch wirklich das Schlusswort heute hast. Aufzeichnung wird es geben. Kommt so schnell wie möglich online. Und natürlich auch ein riesen Dankeschön an alle Teilnehmer. Auch hier für das aktive Mitmachen im Chat. Wünsche noch einen erfolgreichen Handelstag, eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und wie gesagt, Heiko, du hast gerne das Schlusswort. Vielen Dank. Jo, vielen Dank nochmal an FX Flat. Wir sehen uns ja dann im nächsten Monat, wenn mich nichts täuscht, dann wieder, ich glaube am 10. immer der zweite Mittwoch im Monat. So haben wir es getaktet. Und ja, und an der Stelle dann auch, wie gesagt, die Inhalte, ja, for free für euch. Wenn das ausprobiert, bitte im Demo anfangen. Ihr könnt das rückwärts testen oder einfach live euch davor setzen und testen und dann einfach überlegen, okay, ich habe das jetzt mal eine Woche ausprobiert, hat für mich funktioniert, funktioniert gar nicht, ich erkenne es nicht oder oh, das ist ein Thema, da versuche ich mich dran weiterzuentwickeln. Selber kreativ zu werden, das hat man ja auch das Thema in einem der letzten Webinare. Wie gesagt, ihr findet ja auch ganz kurz noch zum Schlusswort, muss noch mal ganz kurz drauf gehen, sowohl auf der Seite ja von FX Flat wie auch bei mir auf meinem YouTube-Kanal ganz am Ende nochmal, findet ihr ja auch die ganzen Videos in der Playliste. Ich will nochmal kurz auf meinen Kanal gehen. So, hier auf meinem Kanal. Hallo, mein Name ist Heiko Behrend. Genau, das ist er. So, hier auf Playliste gehen und dann habt ihr ja auch das hier von FX Flat. Sind alle Videos dabei. Ja, und könnt euch das Ganze hier dann anschauen. Ja, hier ist das Thema genau umgedreht. Das Setup nicht Impuls und weiterhandeln, sondern auf der Unterseite Long und oben Short auch hier erklärt. Ja, und da habt ihr hier schöne, viele Ausbildungsvideos mittlerweile. Ja, und die könnt ihr euch da auch durcharbeiten. Gut. War Tofte, einwandfrei. So, dann also, ich wünsche euch was. Gute Trades, allzeit gutes Handeln, gute Entscheidungen vor allem. Und wie gesagt, immer dran denken, der Trade ist das letzte Glied in der Kette. Bis dahin, ciao, ciao und bis nächsten Monat.